Willkommen zu Gelbes Video TV. Wir reagieren heute noch auf Alpha Kevin. Der hat nämlich was zu Young Alpha gemacht vor 2 Wochen. Ich weiß, alles gut. Ne? Wir haben jetzt erst Zeit, da reinzugucken. Es wird wahrscheinlich auch eh gelb. Das ist, denke ich, noch okay. Der YouTuber Yo Olli zählt zu den wohl umstrittensten YouTubern überhaupt in Deutschland. Yo Olli Academy. Oh mein Gott. Stimmt, es gab mal die Yo Olli Academy. Wie geil, Alina, danke für deine Bits. Was? Als ob. Oder so. Klar, Anzeigen ist das Beste, was du machen kannst. Aber komischerweise kommt er mit der immer weiter durch. Egal, wie sehr man dem Aufmerksamkeit schenkt. Dreck. Bleibt Dreck. Ja. Ist echt geil. Ich bin kein Fan von Hetze betreiben oder so, aber der Typ ist wirklich kriminell, Alter. Dieser Yo Olli. Und ich könnte wetten, mit dem, der macht da auch von nichts halt, was die Frauenwelt betrifft. Das ist so einer. Olli wurde vor einer Woche schon zerlegt, vor einer Woche schon zersägt. Wunder, dass der Keck noch steht. Auf YouTube gesperrt, Familie enterbt. Und auf Twitter zeigt, er ist ein richtiger Kerl. Was Beef mit den Großen, verlierst grad den Boden. Du wirst nur gehatet, du bist nicht ganz oben. Selbst Morris ist noch älter als die Weiber, die du bangst. Mach ihn nicht auf krassen Jam, weil du in diesem Video geht es um den Absturz von Yo Olli aka Young Alpha. Wer also nicht. Ja, in 1 Minute 20 drei Sachen zensieren, das ist YouTube 2022. Was er damals 23. alles gemacht hat und dass er mittlerweile auf OnlyFans Porno-Videos dreht, der scheint hier bei diesem Video genau richtig zu sein. Beginnen wir heute mit einer Zusammenfassung von Yo Ollis Internetkarriere, die ziemlich erfolgreich lief und anschließend nur noch zum Scheitern verurteilt war. Young Alpha, wie er sich heute nennt, heißt in echt Yunus W. und ist vermutlich derzeit 28 Jahre alt. Seinen ersten Kanal Yo Olli baute er sich unter anderem mit Straßenpranks und Challenges auf, welche aber nicht wie gewöhnlich lustig waren, sondern mehr oder weniger pervers. Er drehte hierbei zum Beispiel viele Kissing-Prank-Videos, die schon international ziemlich viral gingen, und seine Videos erreichten zur damaligen Digga, das ist krank. Zeit mehrere Millionen Aufrufe. Wusste ich gar nicht, dass er so krass abging. Er war somit damals einer der gefragtesten und gehyptesten YouTuber in dieser Prank-Szene und mit diesem YouTube-Kanal erreichte er über 320.000 Abonnenten, bevor sein Kanal später gelöscht wurde. Und man wusste eigentlich auch schon auf den ersten Blick, irgendwas stimmt mit diesem Kanal nicht. Denn anhand seines Banners konnte man schon vermuten, dass er die Frauen, die dort eingeblendet wurden, nicht gefragt hatte, ob sie dort zu sehen sein wollen. Doch zu den ganz alten Zeiten bekam sein Content eher weniger Kritik, weil damals war diese Kritikszene noch gar nicht so im Aufmarsch. Weshalb er fleißig weiterhin seine Kissing-Prank-Videos drehte und er in diesen Videos teilweise Frauen begrapschte, die das nie wollten. Auf Wange kannst du auch so einfach, oder? Ja, es ist so unangenehm, wirklich. Ich verstehe auch nicht, warum Leute das machen. So, sie sagt doch ganz klar nein. Lass mal wieder am Schatten. Ich sterbe hier. Das geht gar nicht, das geht wirklich gar nicht. Am 10.09.2017 lud die YouTuberin Erika ein Video hoch mit dem Titel YouTuber belästigt. Oh, stimmt, lol, das kenne ich noch. Oh mein Gott, also das soll jetzt gar nicht so positiv klingen. So richtig so. Aber Junge, stimmt, das haben wir, glaube ich, haben wir das schon gestreamt? Ich weiß gar nicht, aber stimmt, da war Yo Olli bei irgendeinem Event dabei und hat sie einfach belästigt. Das belästigt mich auf dem Video. Weiß ich noch. Dort sagte sie Folgendes über einen YouTuber, den sie bis dato nicht kannte. Hat er mich genommen, ne, am Arm gepackt. Ich glaube, er hat mich am Arm gepackt. Hat mich dann dahin genommen, hat mich quasi an diesen Zaun gelehnt und sich um mich herum gestellt. Damit ihr verstehen könnt, weil ich bin echt keine Beschreibungsexpertin, deswegen blende ich euch mal hier so ein Bild ein, wenn ich das finde. Das ist so eine typische Pärchenpose, dass ich quasi in seinem Innenraum von seinen Armen war. Im Innenraum. Jedenfalls war ich dann quasi so umschlossen von ihm und in dem Moment hatte sein Kopf an meinen Nacken, an meinen Hals hierhin gemacht. Und irgendwas gemacht, ich weiß nicht. Ich habe halt nur ihn so gespürt, mich auch wieder erschrocken und ich bin extrem kitzlig da. Es war aber kein schönes Gefühl oder so, sondern in dem Moment habe ich mich umgedreht. Ich weiß nicht, ob ich ihn weggeschubst habe, aber zumindest habe ich ihn ein bisschen beiseite gedrückt. Und meinte, reicht jetzt. Als dann Reportagen ein Jahr später ein Diss-Track über Yo Olli machte und diese Szenen von Erika in sein Video einbund, bestätigte Erika außerdem in ihren Kommentaren, dass Yo Olli derjenige gewesen sein muss, der sie dort belästigt hat. Ich glaube, das ist der Falsche, oder? Hatte. Das war schon neben den Krapsch-Videos der erste Riesenskandal rund um Yo Olli. 2018 sollte dann ein YouTube-Video erscheinen, welches Yo Olli extrem exposen würde. Der damalige YouTube-Kanal Hey Dima, der... Digga, den kenne ich auch noch irgendwo her. Junge, das ist so eine richtige Zeitreise, ne? Ich liebe sowas. ...mit 15 Jahren auch unter anderem für Yo Olli-Videos drehte, veröffentlichte ein Video, welches die Gedanken von Yo Olli ganz gut zusammenfassten. Er konnte nämlich durch Sprachnachrichten und Anrufe... Stimmt, oh mein Gott, Junge, da war ja was. Oh, Junge, krank, was geht?
Oh, ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass dieses Yo-Olli-Thema so groß gewesen ist. Oh, das war krank. Da habe ich bestimmt auch ein Video zugemacht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir erhalten hatte von Yo-Olli ganz klar beweisen, dass Yo-Olli offenbar Interesse hätte, mit 14-Jährigen etwas haben zu wollen. Und Dima schmiedete damals einen Plan mit einer Freundin und ich glaube sogar seiner direkten Freundin, um Yo-Olli komplett zu exposen und das Ganze auf Videoband aufzunehmen. Bei diesem Plan sollten diese Mädchen Interesse an Yo-Olli zeigen. Sie trafen sich dann zusammen in einer Shopping-Mall und plauderten zusammen. Und Yo-Olli zeigte auch schon im Vorfeld Interesse an den Mädchen und meinte, dass er die Absicht habe, sich abends noch mit ihnen zu treffen und etwas zu trinken. Wozu denn Alkohol? Ja klar, muss ich ja. Anders geht's ja nicht. Kommst du dann auch mit später trinken? Gibt's doch Zigaretten oder so? Ja klar, ich krieg alles, aber bezahlen. Nachdem dann etwas geredet wurde, wollte Yo-Olli... Digga, das ist halt auch wirklich... Also das ist krank. Krank, das ist wirklich, also man kann einfach nur krank sagen. Noch ein Video mit den Mädchen aufnehmen. Als diese das aber nicht wollten, meinte er, er würde sie dann auch zensieren, das ist alles gar kein Problem. Und sie sollen sich als 18 Jahre ausgeben, damit es nicht so komisch aussieht. Das mache ich so bei dir verschwommen. Und dann sag mal, bitte einfach, du bist 18. Weil weiß eh keiner und du bist ja eh groß und so, wieso läuft es nicht stimmt. Das Video wurde dann natürlich nicht gedreht, da das Ganze ja ein Plan von Dima war, um Yo-Ollis wahres Gesicht zu zeigen. Dieses Video hat zur damaligen Zeit auch ziemliche Wellen geschlagen. Man hatte also schon jetzt den ersten Eindruck, dass irgendwas mit Yo-Olli nicht ganz stimmen könnte und dass er doch ein relativ großer Skandal-YouTuber sei. Am 27. Dezember... Naja, ich finde, das ist schon, das geht schon über Skandal-YouTuber. Also das geht schon, das sind schon Straftaten. So, weiß nicht, Z-Max ist ein Skandal-YouTuber. Weißt du, der macht mal ein paar komische Aktionen so, aber das ist ja wirklich, also das ist auf so vielen Ebenen krank, dass ich das hier aufgrund der Werbefreunde, ich kann einfach gar nicht sagen darf. So, also so einer gehört zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall eher ins Gefängnis. Dezember 2018, also nur kurze Zeit später, wurde dann sein YouTube-Kanal das erste Mal von YouTube direkt gelöscht. Am 27.12. wurde der Kanal von Yo-Olli wegen Verstoß gegen die Community-Richtlinien gesperrt. Daraufhin freuten sich super viele YouTuber, sie hatten auch teilweise schon Videos gemacht, da er halt somit diese ganzen Krapsch-Videos nicht mehr hochladen konnte. Jedoch zog nach nur einer Nacht YouTube genau diesen Bann wieder zurück. Yo, Leute, Yo-Olli ist wieder weg am Start. Mein Kanal war kurz deaktiviert. Der Boy versteht sich aber bestens mit YouTube und den YouTube-Mitarbeitern hat es easy in einer Nacht wieder geklärt, ja. Nicht 5 Songs, sondern 5 Videos in einer Nacht. Nein, Spaß gab's auch nicht. Alle waren anschließend unglaublich traurig darüber, dass YouTube nicht konsequent geblieben ist. Doch nach nur wenigen Tagen sollte Yo-Olli dann ein zweites Mal gelöscht werden. Und diese Löschung sollte dann scheinbar sogar endgültig sein, denn sein Kanal mit über 300.000 Abonnenten war auf einmal weg. Selbst der Newstime bestätigte das und veröffentlichte ein Video über Yo-Olli. In der Begründung heißt es, dieses Konto wurde gekündigt, da es gegen die YouTube-Community-Richtlinien verstoßen hat. Mir liegt ein Statement von Yo-Olli hierzu vor und hier schauen wir mal rein. Was ist los mit meinem Hauptkanal? Der wurde jetzt gelöscht, weil ich so Sachen hochgeladen habe wie, hey, check mein Insta, bjorn-olli-privat, dort gibt's die heftigsten Beiträge mit den hübschesten Frauen und Models und es halt so oft gepostet habe und keine richtigen Videos mehr. Mal schauen, ich habe jetzt auch Naja, das wird wahrscheinlich eher nicht der Grund sein, gehe ich jetzt mal von aus. Momentan nicht so viel Zeit, auch richtige Videos zu drehen. Und ja, mal schauen, ob der Kanal wieder entsperrt wird oder ob das jetzt so bleibt. Es sollte sich dann im Nachgang herausstellen, dass dieser Bann bestehen bleibt. Denn bis heute tauchte sein Hauptkanal nie wieder auf und das ist wahrscheinlich auch das Beste gewesen. Doch das Jahr 2019 sollte viel, viel schlimmer sein als das Jahr 2018. Nicht nur, weil er mit seinem zweiten Kanal auf King Olli weiter Videos hochlud, nein, er wurde außerdem von mehreren Jugendlichen angezeigt. Auf Twitter heißt es am 30.10.2019, die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen den 25-jährigen Yunus W. wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen, Vergewaltigung, krank, ne? Körperverletzung und Freiheitsberaubung erhoben. Er soll hierbei Mädchen Hoffnung gemacht haben, Videos mit ihm zu drehen. Es wurden ihm dabei 5 Taten zur Last gelegt und laut den Vorwürfen soll er die Mädchen in seinem Auto auf einer dort liegenden Matratze und körperlich misshandeln. Das waren zumindest die Vorwürfe. Das jüngste Opfer soll hierbei 13 Jahre alt gewesen sein. Digga, es ist... Stimmt, das war damals aber auch ein Meme, dass er ein Bett im Kofferraum hat oder im Auto. Alter, das ist also wirklich so ein Typ, welches sich aber als 15 Jahre ausgab. Und am 20.12.2019 kam dann die Nachricht, dass Yo-Olli nicht ins Gefängnis muss und auch bei den Vorwürfen einige Beweise fehlten, um das wirklich glaubhaft rüberzubringen. So wurde er wegen sexuellen Missbrauchs in 2 Fällen für gerade einmal 8 Monate auf Bewährung verurteilt. Er bekommt 8 Monate auf Bewährung wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen in 2 Fällen.
Fällen, also sexueller Missbrauch von Jugendlichen, das ist das, was am letzten Endes noch übergeblieben ist. Kein sexueller Missbrauch mehr von Kindern sein, sexueller Missbrauch, keine mehr. Das ist das, was noch übrig geblieben ist. Zu den 8 Monaten auf Bewährung bekommt er noch 100 Stunden gemeinnützige Arbeit und 30 therapeutische Einzelgespräche. Also die Strafe fiel deutlich geringer aus als anfänglich gedacht. Das ist halt schwierig, ne? Wenn von 5 Fällen dann nur 2 übrig bleiben. So. Und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, wir alle waren halt auch leider nicht dabei. So, ne? Es ist ja jetzt, wie er gesagt hat, nicht so, dass es jetzt gegen ihren Willen passiert ist offensichtlich, sonst wäre es ja die andere Straftat, die ich hier nicht nennen darf, danke YouTube so, ne, ich denke, also gut, man kann nicht sagen, ob es gerechtfertigt ist oder nicht, ich denke, also ich für mich selber persönlich würde sagen, schon eher eine höhere Strafe, aber wie gesagt, wir waren alle nicht dabei, wir wissen nicht, was gesagt worden ist, wie der Fall war, was genau da passiert ist, wir wissen noch nicht, was das Mädchen gemacht hat und so weiter. Deswegen, ja, können wir halt nicht sagen, ob das halt gut ist oder nicht, ne? Und safe, eine Therapie bringt auch unter Umständen auf jeden Fall deutlich mehr als Knast, ne? Also ich finde auch, das Knast ist halt eher, weiß ich nicht, sollte wirklich so die letzte Weise sein. Ich glaube, er war auch in U-Haft, oder? Bin ich mir gerade unsicher. Ja. Das lag unter anderem auch daran, dass der Richter den Mädchen nicht alles glaubte. Aber bei 2 weiteren Opfern, da hat der Richter den Mädels nicht geglaubt. Er hat offenbar geglaubt, dass das erfunden ist. So jedenfalls konnte das Ganze nicht bewiesen werden. Man muss natürlich auch sagen, dass das 13-jährige Mädchen den Fehler gemacht hatte, sich als 15 auszugeben, um ihr Alter zu täuschen. Ist zwar dennoch super verwerflich, als Erwachsener etwas mit einer 15-Jährigen anzufangen, aber somit konnte halt Jo-Olli nicht des Missbrauchs an Kindern verklagt werden. Nur kurze Zeit später, am 28. Januar 2020, berichtete Herr Newstime darüber, dass Jo-Olli während seiner Bewährungsstrafe mit einer Schusswaffe hantierte und einen Menschen indirekt verletzt haben soll. Nicht wegen des Schusses an sich, sondern weil dieser Schuss so laut war, dass das Trommelfell von einer Person verletzt wurde. Und zwar hat Jo-Olli in einer Insta-Story verraten, dass er mit einer 9mm Schusswaffe auf jemanden geschossen hätte, also er hätte die Waffe einer Person an den Kopf gehalten, hätte dann aber ins Leere geschossen. Allerdings wäre diese Person dann ins Krankenhaus eingeliefert worden und auch in die Notaufnahme, weil das Trommelfell gerissen sei. Hier schauen wir einmal rein, was hier überhaupt passiert ist. Kleine Storytime nochmal eben. Und zwar hat gerade jemand versucht, meine Gucci Cap abzuziehen, okay? So, ich muss dazu sagen, ich habe einen Waffenschein. Ich bin auch fast mal Kriminalpolizist geworden, also Kripo-Beamter. Ging nur nicht, weil ich mal ganz früher Kreditkartenbetrug gemacht habe. Ist eine andere Geschichte. Alles klar. Erzähl einfach so, ja, Digga, früher habe ich mal ein bisschen Kreditkartenbetrug gemacht, so Sachen halt, ne? So, ich dann hol die 9 Milli raus, halt so neben das Ohr von dem Typen, drück ab, ne? Schuss ging natürlich ins Leere, ich will auch niemanden verletzen. Aber sein Trommelfell ist geplatzt. Anschließend gab es selbstverständlich Spekulationen, ob Jo-Olli jetzt genau aufgrund dieser Tat in Haft muss, da er ja zu der Zeit nur auf Bewährung draußen war. Die Polizei ermittelte dann auch wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Bei rumgekommen ist allerdings nichts, beziehungsweise wurde nichts veröffentlicht. Ein halbes Jahr später veröffentlichte dann Jo-Olli als Young Alpha sein gleichnamiges erstes Album. Mit dem Lied Guter Tag erreichte er auch schon auf diesem Album extrem gut. Krank, ne? 2,5 Millionen auf. Muss man überlegen, es gibt Künstler, die stecken so richtig Herzblut rein, so ihr ganzes Leben, weißt du, kriegen nicht mehr so 10.000 Aufrufe. Und er macht irgend so einen komischen Treu-Song, 2,5 Millionen. Aufrufe. Allerdings waren diese Aufrufe nicht Leute, die sich das Lied ernsthaft richtig geil reinpumpten, sondern es war halt eher so ein Meme-Lied. Auf Spotify wurde das Lied übrigens. Jo! Alter! Jo, was? 9 Millionen Mal gestreamt. Boah, das ist schon ordentlich. Sie sind nicht mehr 12, sie sind über 18, deswegen gibt es mal. Frisch, einen frischen. Ungefähr so klang sein ganzes Album, nur dass das Lied noch mit das Beste von dem ganzen Album war. Nur 2 Monate später veröffentlichte er dann Young Alpha 2 und was soll ich sagen, es ist nicht wirklich nennenswert. Diese ganzen Lieder waren. Und nach diesem Album begann auch direkt Young Alpha höchstpersönlich sein erstes Flirt-Coaching-Programm zu bewerben. Es ging hierbei nämlich um die krasse Young Alpha Academy. Er meinte, dass das Programm helfen solle, wie man am besten mit Frauen flirtet. So sollte man beispielsweise 100 Euro für ein Programm ausgeben, damit er zeigt, wie man am besten Frauen auf der Straße anspricht. Und KuchenTV hatte das Ganze einfach mal mit Fake-Accounts getestet und bekam folgende Tipps von Jo-Olli. Aber gucken wir einfach mal weiter. Was rät uns denn der gute alte Young Alpha jetzt so? Das Wichtigste erstmal für das Ansprechen von fremden Frauen auf der Straße oder fremden Mädchen ist, dass du selbst an dich glaubst. Du brauchst Selbstbewusstsein. Sprich am besten so
Mädchen, Frauen auf deinem Niveau an. Also, wirklich unfassbare Tipps, die einem im Leben einfach weiterhelfen. Da lohnt sich die 100 Euro wirklich extrem für dieses Programm. Und Young Alpha, der sich bis heute... Ja, ich fand's auch lustig, weil es gab, also ich hatte ja mir das zweimal geholt mit zwei verschiedenen Namen und habe trotzdem eigentlich die ganzen gleichen Tipps bekommen, obwohl ich da andere Storys halt gegeben habe. So nennt, gab Kuchen TV dann auch hilfreiche Aufgaben, die er erledigen sollte, also die man wirklich Gewinn bringen. Direkt die erste Aufgabe, nachdem du das Video heute siehst oder wenn du es heute Abend siehst, dann geh direkt morgen raus und rede mal, wenn es auch nur ganz kurz ist, mit einem Mädchen. Also wer ernsthaft nach diesem Geschwafel mehr Selbstbewusstsein, ja, 100 Euro sein hat und jetzt Frauen anspricht, der hat völlig einen Tee. Dieses Programm hat halt wirklich rein gar nichts gebracht, außer dass man sein Geld los wurde. Noch dreister wurde es dann, dass er KuchenTV einfach komplett gescammt hat. Und jetzt schnappt er zu. Ja, könnte man meinen, allerdings habe ich das dritte Video nicht erhalten. Weder mit Lukas noch mit Matthias. Und die Webseite ist auch down und ich habe auch mit beiden Accounts geschrieben, wo das dritte Video denn bleibt und habe auch keine Antwort erhalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Abzocke ist, ne? Aber es ist einfach die Definition von einer Abzocke. Einfach komplett, zu 100%. Also betrügen kann er super. Er meinte ja damals schon mal, dass er nicht bei der Polizei arbeiten konnte, aufgrund von Kreditkartenbetrugs. Ja, ich schätze mal, die Seite ging einfach down, wahrscheinlich, weil es vielleicht nicht so viel gebracht hat oder er hatte keinen Bock mehr oder so und hat dann sich gedacht, so, ja, egal, mein Gott. Kriminalpolizist geworden, also Kripo-Beamter. Ging nur nicht, weil ich mal ganz früher Kreditkartenbetrug gemacht habe. Also er scheint in Sachen Scam schon relativ gute Erfahrungen gemacht zu haben. Bis auf das Programm und seine Musik passierte glücklicherweise in diesem Jahr nicht mehr viel. 2021 startete dann Young Alpha auf TikTok. Dort lud er auch wieder sehr grenzwertige Prank-Videos hoch, da er beispielsweise Frauen ziemlich weird und ekelhaft hinterherlief und es als Spaß rüberbringen wollte. Hi, Sarah? Nee. Achso, weißt du, wo Lara und Tamara sind? Nein. Ah, warte. Kannst du kurz kommen? Heute ist ein guter Tag. Cringe. Alphas, abonniert mich alle hier auf TikTok. Young Alpha Pranks. Und ihr werdet die besten Pranks in Deutschland nie wieder haben. Mann, ich wünschte, ich hätte so ein Selbstbewusstsein, sowas zu drehen. Aber ich traue mich nur, welche TikTok-Live-Battle zu machen. Das ist so schade. Ich schäme mich zutiefst fremd für diesen Menschen. Er zeigt ja dann auch übrigens, dass er ein Businessman sei und mehrere Arbeiten nachgeht, um fettes Geld zu verdienen. Bei mir ist das so, ich habe selber 3 Jobs, 2 Teilzeitjobs und einen Minijob. Und ich mache Musik und Aktien zusätzlich. Ein wahrer Macher. Er wurde dann übrigens auch als Postbote und als Lieferant von Lieferando gesichtet. Mittlerweile wurde allerdings sein Hauptkanal wieder gelöscht und nun lädt er wieder neue Videos auf seinem neuen TikTok-Kanal hoch, bei dem er gerade einmal 1600 Follower hat. Der ist aber eigentlich nur fürs Pushen seiner Musik zuständig, deswegen ist das nicht wirklich nennenswert. Jedoch scheint er dieses Jahr auch wieder sehr viel auf Snapchat unterwegs gewesen zu sein. So sah man unter anderem, wie er sich feierte, indem er fremde Frauen von hinten filmte und meinte, dass er irgendwas mit ihnen hätte. Heute habe ich echt kaum Power, weil ich letzte Nacht ja die ganze Energie rausgelassen habe, sage ich mal. Aber ja, ihr seht hier links mein Baby. Ah, so unangenehm. Sie wissen auch, dass ich komme. Ich habe ihnen schon irgendwas gesagt und ich mache mir da jetzt keinen Stress. Die sind hier drin bei Zara. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Am 6.8. diesen Jahres kam dann sein Album Young Alpha 3 raus. Alle hatten wirklich schon drauf gewartet und wir wurden nicht enttäuscht, denn diese Lieder waren gleich. Es klingt halt absolut schrecklich, inhaltlich kann man sich das nicht geben und es ist einfach nur Trollmusik. 2 Monate später kam dann auch schon Young Alpha 4 raus. Ey, darauf habe ich mich übel gefreut. Ja, vor allem, wie viele Alben macht der eigentlich? Ich habe auch mal reingehört und glaubt mir, es lohnt sich nicht, diese Musik zu hören. Ich erspare euch demnach die Analyse zu seinem Album, weil ich mir das ehrlich gesagt auch kaum geben kann. Was mich allerdings bei dieser ganzen Recherche sehr traurig machte, war, dass er derzeit über 90.000 monatliche Hörer hat. Das ist übrigens mehr als Chio und das macht mich eigentlich am traurigsten. Ja gut, okay, aber Chio macht ja keine aktive Musik, ne? Das muss man dazu sagen. Dass er mehr als 90.000 monatliche Hörer hat und über Yo Olli steht. Das wäre mir eine große Freude. Am 6. November 2022 wollte Yo Olli dann sein Business erweitern und kam auf die grandiose... Nee, keine Bots. Das Ding ist es halt so eine Meme-Musik, so, ne? Man kriegt das halt irgendwie mal mit, so, dann hört man das irgendwie mal mit Freunden, wenn man trinkt oder so, schätze ich mal. Ne? Oder man ballert das im Auto mit Freunden, so. Also, es sind schon keine Bots. Ich glaube schon wirklich, dass es halt viele Leute gibt, die sich das anhören. Und wahrscheinlich sind noch ein paar Tracks einfach in einen Algorithmus gerutscht, ne?
ne? So guter Tag, 9 Millionen Aufrufe, so, ne? Das ist schon die Idee, ordentlich. Endlich OnlyFans zu machen. Dort lädt er unter dem Namen YoungAlphaGoat Bilder und Videos hoch, welche er auch auf Twitter aktiv pusht. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das sind halt irgendwelche Videos mit Frauen, welche sich dort komplett entblößen. Die 20 Euro lohnt sich allerdings absolut gar nicht, denn es ist Your Olli, den man dort sieht. Am Ende des Tages kann man nur sagen, dass Your Olli... Ja, folge mir auf Twitter. Ich bin wirklich kurz davor, so kurz davor, mir das zu holen, ne, wirklich. Ein ziemlich ekelhafter Typ war, beziehungsweise eventuell noch ist, das weiß ich jetzt nicht zu 100%. Ich glaube immerhin, dass er sich etwas gebessert hat und nicht mehr etwas mit Minderjährigen haben möchte. Mittlerweile kursiert er eher als Meme im Internet und ist deshalb bekannt. Eigentlich traurig, wenn man das Ganze alles beobachtet, aber was soll's, nützt alles nichts. Das war im Prinzip auch die ganze Story rund um YoungAlpha. Ihr wisst jetzt Bescheid, was er damals gemacht hat, was er auch heute so macht. Wenn euch dieses Format gefällt und wenn euch generell solche Aufarbeitungen gefallen, dann lasst super gerne ein Like und ein Abo. Ja, gutes Video, sehr gut zusammengefasst, sehr schöner Zeitstrahl, zurück, Dings, ihr wisst schon, ja, okay, thanks, bye.